Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Easy Pieces. Heute werden wir wieder kreativ, denn ich habe meinen kreativen Pulli an. Und für unser erstes kreatives Projekt brauchen wir tada, Rasierschaum. Am besten ihr geht ins Bad und klaut dem Papa welchen. Ja. Also Rasierschaum brauchen wir. Wir brauchen eine Unterlage, wo man drauf schmieren kann, ohne dass irgendwie was an Stoff kommt oder die Klamotten oder sonst irgendwas. Dann braucht ihr ein Lineal und dann braucht ihr auch Farben. Und ich habe jetzt hier Fingerfarben. Das ist eigentlich auch für das, was wir vorhaben, besonders wenn man das mit kleineren Kindern macht, schon günstiger Fingerfarbe zu nehmen, weil die halt nicht giftig ist. Ne? Und da kann man dann auch mit den Händen punchen und so weiter. Größere Kinder können sich auch ein paar Handschuhe anziehen oder ihr könnt auch dann Acrylfarbe nehmen oder Tempera. Ne, Tempera nicht so, aber Acrylfarbe könnt ihr dann nehmen, genau. Ja, und natürlich Papier. Ja, ich habe jetzt hier so richtiges Zeichenpapier, das ist ein bisschen dicker. Denn dieses normale 80 Gramm Papier, Druckerpapier, das wird wahrscheinlich zu weich. Also das müsste man mal ausprobieren, aber ja. Versucht einfach ein bisschen dickeres Papier zu nehmen, aber zur Not geht auch das 80 Gramm Papier oder Tonpapier, das ist auch ein bisschen dicker. Genau. Und dann geht's auch schon gleich los. So, dann lass uns mal loslegen. Ich nehme jetzt hier meinen Rasierschaum. Und ich habe festgestellt, das ist kein Rasierschaum, sondern Rasiergel. Das geht aber trotzdem damit. Und jetzt mache ich mir hier was auf meine Unterlage. Das ist Alufolie. Ich weiß, das ist nicht so super umweltfreundlich. Aber ich werde sie danach säubern und nochmal verwenden. Versprochen. Das sieht doch jetzt schon mal total cool aus, oder? Also ich finde, das ist einfach auch gerade für Kleinkinder und das, was ich jetzt zeige, das ist ganz besonders für Kleinkinder, Kindergartenkinder und so geeignet, weil das so einen Spaß macht. Das ist so toll. Ich habe das früher in meiner Praxis auch öfter gemacht und ja, also die Kinder waren immer total begeistert. Jetzt geht es im Prinzip einfach ans Tun. Also lasst auch einfach mal die Kinder machen, ne? Einfach mal gucken, was die so jetzt dann daraus zaubern. Ich mache das jetzt so, ich nehme mir jetzt hier von der Fingerfarbe und die sieht so aus und die ist ziemlich cremig, sage ich mal. Das habe ich gestern schon mal getestet und habe gedacht, wow, okay, so Marmoroptik, damit kriegst du nicht hin, ne? Aber zum Manchen und zum Ausprobieren ist das super. Da macht man hier einfach mal so ein bisschen von dieser Fingerfarbe drauf. Ja. Und ganz wichtig ist, dass ihr Zebra auch in der Nähe liegen habt, damit man mal was abwischen kann. So, und dann nehme ich noch von der blauen Farbe. Die ist auch sehr smoothie. Und gebe dann da einfach auch ein bisschen was drauf. Ja, und dann lasst die Sauerei beginnen, ja, also einfach mal so ein bisschen, ja okay, man könnte das auch noch ein bisschen an der Tischdecke fixieren oder am Tisch, an der Arbeitsplatte, je nachdem, wo ihr das macht, damit das nicht so rumrutscht für die Kids. Ja, und dann, das sieht doch schon mal total cool aus hier, ja, so. Und das kann man einfach so ausgiebig dann praktizieren, wie man will und kann einfach mal so ein bisschen damit spielen und das ein bisschen hier, keine Ahnung, verteilen und ja, könnt ihr jetzt auch noch einfach mal mit dem Finger so ein paar Figuren reinmalen, so eine Sonne zum Beispiel oder eine Blume, ich zeig das mal hoch, ja. So, und ja, genau. Und wenn man das jetzt ein bisschen
für die Zukunft auch bewahren will und das nicht einfach dann in den Mülleimer schmeißt, also oder abwäscht, kann man auch einfach mal so ein Bild davon drucken. Und ich habe jetzt hier mein Läppchen liegen und mache mir gerade mal die Finger ein bisschen sauber. So, und dann nehmen wir uns jetzt hier unser Papier, was wir uns vorher geholt haben, und dann legt man das hier auf den Schaum drauf und auf die Farbe, drückt das ein bisschen an. Ah, schön. Ich liebe sowas. Hauptsache, es ist bunt. So, und dann gucken wir jetzt mal, was da draus geworden ist. Das hebt man dann einfach hier so ab. Okay, also die Sonne erkennt man nicht mehr. Oh. Aber man kann schon ganz cool trotzdem so eine Marmoroptik erkennen. Ja? Und jetzt zeige ich euch noch einen anderen Trick, wie das dann auch besser trocknet, dass man so ein bisschen von dieser Schaumgeschichte einfach vom Papier nimmt. Also ich lege das jetzt mal hier so beiseite und dann nehme ich mir hier mein Zewa und lege das Papier hier so drauf, und dann habe ich ja hier schon mein Lineal. Und streif jetzt einfach von der Außenkante vom Blatt, streife ich jetzt einfach mit dem Lineal hier über das Papier drüber. Und jetzt passiert nämlich Zauber, Magie, denn jetzt sieht es nochmal ganz anders aus, und ich finde das so schön. Das ist einfach so eine, weil man auch nie genau weiß, was da rauskommt. So eine schöne Marmor, ich will es mal ein bisschen glatt machen, so dass ihr das auch sehen könnt. So eine schöne Marmoroptik, um euch eine zweite Technik vorzustellen. Genau, das ist jetzt ein bisschen was für größere Kinder und auch für Kinder, die jetzt nicht unbedingt so die Finger noch großartig in den Mund nehmen, denn die Technik geht am besten in der Tat mit Acrylfarbe, weil die einfach flüssiger ist als zumindest meine Fingerfarbe. Vielleicht habt ihr Fingerfarbe zu Hause, die dünnflüssiger ist als meine. Ich zeige euch jetzt auch, warum. Also wir brauchen auf jeden Fall wieder hier unseren schönen Schaum. Ja. Und ja, dann verteile ich den erstmal wieder auf meiner Unterlage, auf meinem Wachspapier, und zeige euch dann gleich, wie das andere funktioniert. So. Man kann jetzt auch noch hingehen, wenn man das jetzt mal so ein bisschen ganz perfekt machen will, oder das heißt perfekt, aber noch ein bisschen glatter die Oberfläche, kann man jetzt schon einfach auch mal so ein bisschen hier schon mal ebnen mit dem Lineal. Also ihr seht, es ist eine schmierige Angelegenheit. Ich würde auch immer raten, wenn kleine Kinder zugegen sind, einfach einen kleinen Eimer Wasser mit dabei zu stellen und einen Farblappen oder ein altes Handtuch. Weil das wird öfter einfach dann auch gebraucht, weil man zwischendurch mal die Hände sauber machen muss oder ja, genau. So, jetzt zeige ich euch, wie es weitergeht. Lange Rede hier. Jetzt nehme ich mir mal von dieser wunderbaren blauen Acrylfarbe und mache jetzt immer so ein paar Tupfer. Kommt jetzt immer viel raus, braucht man eigentlich gar nicht. So.
Und dann nehme ich mir noch lila, weil ich gerne lila mag. Ups. Ja, muss man ein bisschen vorsichtig sein, je nach Art der Farbe. Und dann, was haben wir hier noch? Grün. Ja, nehme ich mir noch grün. So ein Metallic Grün. Ja, die ist jetzt auch ein bisschen zähflüssiger, ne? Das sieht man schon. Besser ist, wenn die Farben ein bisschen dünner sind. Genau, und jetzt braucht ihr einen Pinsel, zumindest den Stiel eines Pinsels. Denn jetzt wollen wir so eine schöne Marmorform da reinzeichnen in unseren Schaum. Und ich versuche durch jeden Farbklecks sozusagen durchzugehen und einfach so ein bisschen ein schönes Muster hinzukriegen. Und das ist halt auch mit Kindern einfach total toll, weil da auch dann immer was anderes entsteht und man einfach so schöne, ja, tolle Muster damit hinbekommt. Das ist genau. Das sieht doch jetzt schon mal total schön aus. Ah, so können wir es lassen. So, ich halte es mal ein bisschen hoch, dass ihr das sehen könnt. Ach ja. So. Ja. Genau. Ich lege es einfach mal ein bisschen hier weiter nach vorne. Und jetzt passiert dasselbe wie eben. Wir nehmen unser weißes Blatt Papier und drucken das jetzt, also legen das jetzt hier einfach drauf, sodass der Schaum und die Farbe sich hoffentlich gut darauf drucken lassen. So leicht andrücken, nicht so feste. Umso mehr Schaum hat man dann am Blatt Papier hängen. So. Ach, ihr werdet das schon selber ausprobieren und gucken, wie es für euch am besten ist. Ich rede hier so viel. Okay, wir ziehen das jetzt hier ab. Wow. Wow! Das ist jetzt schon so cool irgendwie. Ah, ich lege das andere hier beiseite mit dem Schaum und das sieht jetzt hier so aus. Das ist doch jetzt schon total cool. Wenn es so bleiben wird, ne? Wenn es so antrocknen wird, müssen wir mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob das so trocknet. Aber dann wird immer wieder ein bisschen Schaum und Farbe abgehen, glaube ich. So, jetzt nehme ich mir wieder mein... Oh, Entschuldigung, ich laber heute so viel. Jetzt nehme ich mir wieder hier meine Küchenrolle, leg das hier drauf, also das mein Kunstwerk. Und jetzt kommt's. Ich hoffe, dass ihr das jetzt gut sehen könnt. Ich versuche das mal hier noch ein bisschen mehr an die Kamera in euer Sichtfeld zu schieben. Denn jetzt geht's los wieder mit dem Lineal. Guck mal. Könnt ihr das erkennen? Ist das nicht cool? Das ist doch total abgefahren. Ich freue mich da gerade total selbst drüber, weil ich das echt cool finde. Denn ich glaube, ich schneide mir das dann irgendwie noch mal da so ein bisschen das überschüssige Zeug da wegmachen. Ich glaube, ich schneide mir das zu und dann verbastel ich das irgendwie als Karten, Grußkarten, Geburtstagskarten, sonst irgendwas. Denn das ist doch wirklich... Das ist doch wirklich schön. It's magic. Ja. Und davon lässt sich natürlich ganz viel produzieren, weil wenn man erstmal den Schaum
auf der Unterlage hat, vielleicht dann auch einfach noch eine Farbe dazu mischen oder ein bisschen Glitzer. Ja, und probiert euch auch selbst mal ein bisschen aus zu experimentieren mit dem Schaum und mit den Farben. Und vielleicht bastelt der ein oder andere ja das nach, macht sich auch so eine schöne, so ein schönes Kunstwerk. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir das dann einfach auch unten in den Kommentaren mal zeigt. Ja, einfach ein Foto hochladet und dann bin ich gespannt auf eure Kunstwerke sozusagen. Und dann, genau, sehen wir uns gleich wieder. So, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es heute sehr gut gefallen. Und ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir mal in die Kommentare, wie das so für euch war mit dieser Technik. Vielleicht war es für den einen oder anderen was Bekanntes oder vielleicht auch was ganz Neues. Ja, ich bin gespannt. Und ich habe mir jetzt den Rest hier in so einen Joghurtbecher abgefüllt und habe mir überlegt, vielleicht Briefumschläge damit irgendwie zu gestalten. Lustig. Ja, und dann wünsche ich euch jetzt einen wunderbaren Tag und eine schöne restliche Woche und ich wünsche uns allen besseres Wetter. Bis bald. Tschüss.